Dann holst du Fettholz. Hm. Mhm. Gefällt mir das überhaupt so? Ja, wofür brauchst du sonst drei Äxte? Hm. Für... Ja, nachher? Fettholz? So. 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 Kann ich denn die drei Äxte jetzt hinschmeißen? Bringen sie mir doch einfach. Das sieht so ein bisschen groschig aus. Bist ich, wo du bist? Aber ist ja auch nicht so schlecht. Immer der Nase nach. Und ach, hinterm, stinken hier so. Und hinterm nächsten also Stern nach links. Boah, voll dein so. Hühnchen hast du geschieht. Jetzt das brauchen wir mal noch Eichenholz, damit wir da weiterbauen können. Und dann tun wir jetzt mal hier. Mal gucken, also hier hätte ich auch gerne so. Ja, gibt's. Tust du jetzt besondere Bäume pflanzen oder was? Erstmal Setzlinge frieren. Wer sich das anguckt, hey, hier sind voll die Pros am Werk, hier, alter, konkret krass. Hier siehst du, wie du konkret krass zeitsparend und voll elegant Minecraft bauen kannst, weißt du, alter? So. Hast du Eier legen? Nein. Ich kann keine Eier legen, ich bin kein Huhn. Huch. Dann machen wir hier so ein Strange. Ich muss dann nochmal wieder in den heiligen Baum hier noch mehr Holz rausklöppeln. Es wird langsam düster, Leute. Naja, es ist Dämmerung. Genieß mal das Schöne. Mach dich mal nicht ins Höschen. Das ist mein Höschen, geht dir ja nicht an. Mach dich mal waschen. Ins Möschenhöschen. Das ist der Moment, wo die GEMA das Video sperrt. Nein, eigentlich nicht. Das Instrument ist nicht das Original, die Stimme ist nicht original. Also ich finde eigentlich, dass das Lied gut verändert wurde. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ob man das als so gut verändert bezeichnen könnte. Es war eher verunstaltet, oder? Also, was macht denn eigentlich, oder Kumpel, was macht denn eigentlich Parship? Wieso? Parship ist doch in der Kiste, oder? Wofür brauchst du Parship jetzt? Ist Parship nicht das Wasserkraut gewesen? Ich halte Parship für, ich bin im Bad, für diesen Stangen, wie heißen das? Seaweed. Dann nimmt Seaweed. Ja, das ist Seegras. Was damit? Ja, das, da bin ich nicht für verantwortlich. Das ist schlecht. Das hat Hase mitgebracht und in den... Das hat Hase mitgebracht und in den See geflanscht. Geflanscht. Ja, den See kannst du nicht nennen. Vor allem geflanscht, ne? Oh, hier war noch Eichenholz. Ich wusste doch, wir haben noch Eichenholz. Da kann ich ein paar Bretter draus machen. Dann geht das Häuschen noch ein bisschen weiter. Meine Wenigkeit hat Hunger. Ja, dann komm her. Und guck, ob da noch Zeug ist. Ich habe überhaupt nichts zu essen dabei. Ach, da oben finde ich was. Die Gärten haben sich noch nicht vermehrt. Das weiß ich auch nicht, ob es wirklich klappt. Ich würde es auch einfach zerschlagen und pflanzen, weil das geht viel besser. Bekommst du nicht bei jedem Mal kaputt schlagen genau das, was alles drin ist, sondern, ne, weißt du? Mhm. Da sind ja verschiedene Sachen drin. Und ich möchte Reis haben. Ich möchte grüner Mann. Ich möchte grüner Mann. Ich möchte Sushi. Ne, da hinten ist ein grüner Mann. Ja, das kommt vor. In der Nähe vom Haus. Und das, auch das kommt vor. Es wird ein Komfort grüner Mann sein. Ach so. Siehst du mal, da drüben ist falsch. Eindeutig. Nicht vergessen, wenn du zwischenhörst, ist es schon zu spät. Meinst du? Ja. Möchte ich gucken, nebenherd in die Kiste, rechts ganz oben. Haben wir irgendwo so was wie exklusives Holz, was man so als Boden nehmen könnte oder so? Ne. Was ist da? Die Kiste ist neben dem Ofen quasi. Ja, du hast aber gesagt, neben dem Ofen oben. In der Kiste oben rechts. Oh, mit ist du. Was zu essen?
Nee. Mir ist weniger satt, weniger hungrig, aber immer noch hungrig. Ja, was macht das Seegras da, Zeus? Es wächst noch. Mir ist also noch nichts da. Nö. Haben wir schon. Uah, ein grüner Mann, ein grüner Mann, ein grüner Mann, ein grüner Mann, ein grüner Mann. Uah, was willst du denn hier? Mondbaum? Nein, tu es nicht! Tu es nicht! Nein, nein! Schwarzer Pfeffer. Hier siehst du also alles, was Bäume später haben werden, außer die vielen Farbstoffbaum. Euch hat gerade keiner gehört. Ich war so im Kampf mit dem Kriebermann. Mit dem grünen Mann, ich hab's gehört. Ich auch. Der wollte mir Wurfrostmenüs verkaufen. Ja. Ja, er hat mir seine Telefonnummer da gelassen. Guck mal, was macht denn der schwarze Pfeffer? Wer? Der Black Pepper. Weiß ich nicht, woher soll ich denn das wissen? Sieht aus, als wäre ich der Black Pepper Experte. Nee, aber unser Gartenfuzzi. Ja, aber ich habe mit Black Pepper bisher noch nie was zu tun gehabt. Da immer noch Sachen dabei sein, die er nicht hat oben, ne? Ja, werde ich sehen. Ich werde ja nicht was alle machen, was hier drin ist. Okay. Also einer bleibt mindestens immer drin. Okay. Der Brokkoli ist erwachsen. Das heißt, ich kann irgendwo anfangen, nur Ja, er ist abgesoffen, genau. So, wo sind jetzt meine Brokkolisamen hingekommen? Die waren doch eben noch irgendwie hier. Hallo? Vier? Wow, vier Brokkolisamen. Oh, schön. Ich bin fasziniert. Was macht denn die Litutsche? Die Litutsche ist voll die Tunte. Also jetzt nicht im Sinne von Tunte, sondern im Sinne von Litutsch. Hast du gerade rein zufälligerweise Karotten bei dir? Nein, aber du kannst mal gucken, ob du rein zufällig dir irgendwo hier mit der rechten Maustaste schon eine Karotte ernten kannst. Nee, tut mir leid. Kann man nicht. Die sind alle noch nicht so weit. Ich habe keine Karotte bei mir, ich habe aber Kartoffel. Nee, damit kann ich das nicht anlocken, was ich anlocken will. Groschi? Was willst du denn anlocken? Schwein, eigentlich mit einem Hasen. Hasen willst du anlocken. Bei näherer Betrachtung erscheint mir das logisch. Die gibt's aber erst später. Mhm. Meine Freunde. Wie, die gibt's erst später, deine Freunde? Ach, Hasen gibt's ja, also willst du Schwein anlocken? Ja, ich hole jetzt Schweinchen, wenn ich finde. Ich weiß, wo ich letztens noch eins leben hab sehen. Leben hab sehen? Ja. Also, wo es gelebt hat. Also, bevor du Schwein anlockst, ne? Tu mir mal einen Gefallen, du hast jetzt schon gemacht, fang eine Bienenzucht an aufzubauen. Das ist eine Idee. Ich meine, bewirtschaften, das können wir, aber das aufbauen. Du hast das immer so prima gemacht, alles. Ich bin eine Biene. Dann muss ich Blümchen suchen gehen, original Minecraft-Blümchen. Gut. Ja, ja. Das musst du dann wohl. Oh, Kukumba. Raus damit. Wasserblub und Blo. Wasserblub und Bla? Nee, Blub und Blo. Ah, Wasserblub und Bla. Na, so in etwa. Blapper, Blub und Blub. Dich, Pop. Ah. Bambu haben wir oben noch nicht. Kukumba, Kandalope. Antilope, hier haben wir Candlelight Dinner. Okay, alles da. Wie viel Uhr haben wir? Ich kann die Sonne ja nicht sehen, bei mir ist ja Himmel weiß. Ich würde sagen Nvidia. Mittags. Dann gehe ich jetzt nochmal in den heiligen Baum. Tu dies. Der jutzte Baum. Ich mache ihn ja nicht kaputt. Ich sollte nur dran denken, ein paar Fackeln drin zu setzen. Nicht, dass ich wieder mit Videobearbeitung das so krampfhaft hell drehen muss. Oder falls dir nicht was anderes entgegenkommt. Ich hab ins Gesicht schießen möchte. Uah, ein Loch. Ich hab ja nicht mal in der Originalaufnahme was erkannt. Das war ja eigentlich ein schwarzes Green mit GUI. Und dann habe ich da mal ein bisschen mit Gamma und Helligkeit gearbeitet und konnte so ein bisschen Bild herstellen, was ich sogar geschafft habe, zu YouTube rüber zu retten. Das war das eigentlich Phänomenale. Das war eigentlich Oh, hier ist eine Hölle. Blaue Orchidee. Das ist eine Minecraft-Pflanze, oder? Was? Hallo, heiliger Baum! Oh, heiliger Baum, danke für dein Holz! Danke für dein Holz! Oh, heiliger Baum! Ein verzauberter heiliger Gummibaum. Soweit will ich jetzt nicht gehen. Vor allem Gummibäume machen mir Angst. Entschuldigung. Mal sagen, hallo. Erfreuen mich, wenn sie heilig heißen. Und verzaubernd sind. Hat sich ein Monster breit gemacht in so einem dunklen Gelochs? Nein, wahrscheinlich nicht.
Mein Gott, was bin ich hier weit gekommen. Das ist ja Wahnsinn. Hölle, Hölle, Hölle. Ah! Das ist wirklich ein Monster hier drin. Wer sehe ich? Das war ein Scherz. Ich hab nicht mit dir gerechnet, du Drecksau. Boah. Ich hab doch gesagt nicht, dass dir jemand ins Gesicht schießen möchte. Mein Herz. Hallo? Mir hat jemand ins Gesicht geschossen. Mitten in die Gesichtsmuskulatur. Hast du wenigstens den Mund zugelassen? Ja. Oder hast du fein brav geschluckt? Ja. Ups, das wollte ich nicht, Baum, Entschuldigung. Aber so wird's auch Licht. Ja, nee, ich hab fein brav geschluckt mit dem Hintergedanken, dass ich dadurch den Pfeil mit den Zähnen fangen kann und nicht so leicht verletzt. Oh nein, ich und die Schweine haben uns vergiftet. Ich und die Schweine, das heißt die Schweine und ich. Nein, der Esel nennt sich zuerst. Ja. Ich finde das eine Unsitte heutzutage bei den Jüngeren, dass die da überhaupt keinen Wert mehr drauf legen. Wenn du das so liest, bei YouTube in Kommentaren, nicht so in unseren, also ihr seid super Leute, aber vielen, man liest ja auch bei anderen größeren YouTubern und da ist irgendwann so eine gewisse, ich sag mal, da ist so eine gewisse Anzahl von Ausschusskomponenten dabei, Abonnenten, nicht Komponenten. Und da sind echt welche dabei, so die immer ich und irgendwann mal dann vielleicht auch so ein bisschen du. Das ist echt brutal. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Also, ich kann das ja gar nicht verstehen. Was denn? Moment, die sind ich. Wie, das kannst du gar nicht verstehen. Oh, glaub ich, hier dunkel. Hier ist voll im Hohl. Hallo? Jetzt eben. Huch. Ich glaube, ich habe wieder nicht dran gedacht, habe schon wieder mich so durch die Dunkelheit gebuddelt. Echt merkwürdiger Baum. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Der ist merkwürdig. Hoffentlich geht er nicht ein. Der ist merkwürdig. Was hast du? Der ist merkwürdig. Meinst du? Ich glaube, dass der merkwürdig ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er gegebenenfalls eventuell ein bisschen merkwürdig ist. Ein bisschen. Ja, machst du halt ein bisschen Eisen mit dir. Eisen, Eisen. Sie ging auf Reisen, brachte Eisen. La 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 la. Oh, sieh an. Der Bullig ist online. Ja. Ja. Heißt das mal? Heißt Neff, Ness, Snacker, Snuff, Snacker da? Snacker. Sniff, Sniff, Snacker, Snack, Snack, Snuff. Oh nein, wir haben Stärken verloren. Egal. Kommt, meine Freunde. Ach siehste, ich wollte ja eigentlich was kochen, bin schon wieder komplett von abgegangen. Kann jemand mal irgendwie ein tiefes Loch buddeln, wo wir die reinschmeißen können? Wem? Meine Schergen. Die Schweine. Ist gerade ein bisschen unpassend. Was macht ihr denn da? Stellt euch doch nicht blöder, als ihr seid. Entschuldigung. Was? Folgen! Das im Gänsemarsch! Oder Schweinemarsch. Ja. Das ist Heldentum. Heldentum, Heldentum. Oh, guckt mal, es wird dunkel. Bald, demnächst, heute noch. Da, heute noch. Bist du ernst sicher? Ja. Okay, ich will, es wird auch Regen geben, die Fledermäuse fliegen tief. Was willst du hier? Hier sind die Fledermäuse jetzt als Wasservögel eingestellt, ins oder wie ist das? Schnell, bevor meine Schergen abhauen! Mädel? Ja? Gleich. Ich bin ja auf dem Rückweg, aber ich kann nicht zaubern. Aber die Hände in die Beine nehmen. Die Hände in die Beine nehmen? Ja. Ja, das können wir mal probieren. Ich kann das mal probieren, die Hände in die Beine zu nehmen. Hui. Ich muss nur noch erst hier den Teich durchschwimmen. Den kleinen. Aber ich habe ein Blinklicht angemacht, damit mir die Leute den Weg frei machen. Das ist schön. Ja, gell? Irgendwie wächst hier gar nichts. Auch der Zuckerrohr will hier vorne nicht. Hallo. Zuckerrohr ist Hase? Ewig lang. Ja, sag mal, deine Frau schläft auch nie in ihrem Bett, ne? Das Schlimme der. Die ist ja flügge wie noch was.
Die muss man ja mal irgendwie zu Hause ins eigene Bett reinzerren, scheinbar, ne? Nein, echt, neben übernachtet so rum aufeinander. Der heißt nicht Groschi. Sondern? Anders. Sag mal, wo sind deine beiden Freunde? Aber nicht Thomas. Welche beiden Freunde? Jetzt sind von 4 Schweinen nur noch 2 hier bei mir. Oh Gott! Der Bofrostmann ist wieder da! Hä? Oh. Komm her, Freundchen, komm her, trau dich doch, du siehst aus wie ein Salat und so behandle ich dich auch. Warum, was ist passiert? Ich wurde vom Bofrostmann angegriffen. Da bist du ja! Er kam zu mir in den Garten, um mir Fertigprodukte zu verkaufen, damit ich keinen Salat weiter anbaue. Achso. Nett. Gell? Er sagte, die Mühe lohnt sich nicht, er kann das viel leckerer, hat er gesagt. Aber nicht viel frischer. Doch, hat er auch gesagt. Seine Sachen sind viel frischer aus der Tiefkühltruhe als meine. Cool. Wo baut denn ihr ein Loch? Wer baut denn hier ein Loch? So nötig haben wir es jetzt auch wieder noch nicht. Kommt, wer baut denn hier, warum? Hey, Henriette! Hm? Henriette, goldene Kette. Da. Es ist kein Haus, aber es ist mehr als vorher war. 1, 2, 3, 4. Gut, Rasen. Komm. Kommt, Mädchen und Jungs. Nee, da wollte ich hin. Oh, hör doch mal. Da. Hallo? Hi. Wer von euch hat eigentlich diesen Bofors-Vertreter angelockt, dass der jeden Tag wieder morgens im Garten steht, ne? Er oder seine Brüder? Also vom Prinzip her kommt das Loch unten hin, wo die Hühner sind. Ne? Okay, dann weiß ich Bescheid. Alle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der war jetzt nicht so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aber nicht auf der Etage. Guck. Kannst du kurz mal rüber gucken. Das ist ja praktisch. 1, 2, 3, 4. Da sind die Hühner und da ist der Block. Okay. Hallo, Kleme, Kumpel. Hallo, Steffi, Hase. Klebender Kumpel. Hier! Stefase! Kannst du nicht rein theoretisch auch hier unten? Mein Gott, Mädel, du hast ja Schwein! In der Baum- und Apfelwiese? Oh nein, wir sind auf dich fixiert! Wie? Nein! Hm? Henriette! Ja, lass mich doch mal ein Bild mit deinen Schweinen machen! So. Jetzt mal ein Bild mit deinen Schweinen gemacht. Selfie! But first, let me take a selfie. Komm, Schwein. 1, 2, 3. Nummer 4! Nummer 4 lebt. Ja. Bist du unter die Schweinehirten gegangen, oder? Also, wie soll ich das da verstehen, was du da treibst? Nein. Ich mache das für uns. Ja, das schon, aber das hat ja keiner in Frage gestellt. Ich bin ja auch unter die Gemüsegärtner gegangen, obwohl ich das eigentlich gar nicht. Ich bin irgendwie in die Rolle reingerutscht. Das beweist mal wieder, was man so in Lehrgängen und so über Teambildung sagt. Nämlich jeder füllt die Rollen aus, die frei sind. Wir brauchen eine Leiter. Eine Heiter? Eine Leiter, ja. Du kannst ja auch dich rausbuddeln. Nee, die sind zu schlau. Huch. Das sind intelligente Schweine. Leider geht aber auch nicht.
In irgendeiner Minecraft-Version kann passieren, dass ein Hühnchen auch mal eine Leiter hochklappert. Warum dann nicht auch ein Schwein? Und sie ist auch ohne rausgekommen. Jetzt hat sie Schiss bekommen, dass er gar nicht mehr rauskommt, da ist sie lieber doch ohne raus. Die ist Baum gewachsen. Ein Tropenbaum. Deshalb weiß ich, der war doch noch nicht fertig. Ich dachte nur, der wäre fertig. Deshalb wollte er das nicht ernten lassen. Das ist so groß, das irritiert mich immer. Du bist ein Busch.